Warum darf ich die nur kommentarlos betrachten? Schön, was ist das? Zeig mal. Mach mal groß. Ist das ein Raumschiff? Ist es eine Station? Ist es friedlich? Ist es böse? Ist es... Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, Major, ist dieses Schiff sehr seltsam, um nicht zu sagen außerirdisch. Und außerdem höchst gefährlich. Das Schiff, das diese Aufnahme gemacht hat, ist bereits verschwunden. Und niemand weiß wie und warum. Wow, ist doch cool. Gefällt mir. Die sind bestimmt freundlich. Die wollen nur zum Kaffee vorbeikommen. Oder einen Tee oder irgendwas dazwischen. Ui. Sobald die Wurmlöcher wieder funktionieren, schicken Sie bitte ein kleines Forschungsteam zur gründlichen Untersuchung aus. Wir brauchen mehr Daten über dieses Phänomen. Es könnte unser erster Kontakt mit jemandem oder etwas uns völlig Fremdem sein. Dieses Schiff ist nicht nur seltsam, sondern auch gefährlich. Seien Sie besonders vorsichtig, Major. Brauche ich Ihre Genehmigung, um an diesem Objekt eine kleine Untersuchung vorzunehmen? Pech, Sie sind gestrandet. Dies wurde in einem anderen System aufgenommen und da Sie kein Wurmloch passieren können, bleibt es unerreichbar. Doch bald können Sie sicher ein schönes Foto davon machen. Ah, ich habe die Wurmlöcher gerade vertauscht. Okay. Dass er jetzt natürlich zurückkommt, man glaube ich immer, sollte man aber auch nicht machen. Okay. So, wie weit ist denn unsere Dingens hier immer noch nicht fertig? Schade. Und naja, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass dieses fremdartige Raumschiff nicht in unserer Nähe ist. Und woher weiß man jetzt schon, dass es feindselig ist? Ist das immer so? Ich meine, gut, okay. Ja, was will man machen, wenn man auf eine außerirdische Spezies trifft? Entweder A, man greift sie an und provoziert deswegen einen Krieg, oder B, sie kommen einfach auf die Erde und machen uns platt. Weil wir gesagt haben, ach, die kommen in Frieden. Ja, supi. Gibt's ja auch genügend Filme oder Stories darüber. So. Ja, bist du mal bald fertig? Das Problem ist, hier ist meine Fraps-Anzeige. Hier so genau da drüber. Ich muss die mal... Ja, nach unten kann ich sie nicht verlagern, weil Menü da ist. Hierhin kann ich sie nicht verlagern, weil hier die Schiffe sind. Hier kann ich sie nicht... Wow, außerhalb des Bildschirms? Ja. Nein. Ah, Gott sei Dank. Wow. Wieso konnte ich gerade außerhalb des Bildschirms? Ich spiele auf Fullscreen. Oh oh. Na, ich hoffe, der Aufnahme ist nichts passiert. Das bedeutet, ich mache diese Mission fertig und... Oh, das ist dann so ärgerlich. Na gut, ich kann ja danach gleich weiterspielen. So, jetzt baut sich hier mal das ganze Teil ab. Auch wenn es gerade gefehlt hat. Aber immer wenn es fertig ist, ja, baut sich das Ganze nochmal ab. So, war das mein Ultrareicher? Ey, yeah, das war sogar mein Ultrareicher. Und die drei Schiffe... Oh, was kommt denn da? Attacke! Hi? Zwei Bronze Stars, also sind die doch schon ein bisschen besser unterwegs. Okay, sieht aber auch schon wieder mehr aus wie von den Menschen. Ja, okay, es gibt nicht so viele unterschiedliche Schiffsformen. Ah, ich finde das so geil, wenn man so in die Sonne reinschaut, dann muss man immer noch die Augen so ein bisschen zusammenkneifen. Ihre Kolonie wird angegriffen. Nein, 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 habe ich gesagt. Sag mal, wo sind meine Schiffe? Ich habe doch hier extra welche abgestellt, um die Kolonie zu schützen. Sagt mal, was seid denn ihr für Versager? Oh, toll, super. Was kommt denn da an? Kreuzer? Na, toll. Okay, ich würde sagen, sie sind feindlich. Sie haben mich als erstes angegriffen. Von daher habe ich das Recht, sie anzugreifen. Jetzt greift die da unten meine Kolonieschiffe an, oder was? Geht ab. So. Greifen die jetzt da mal auch die hier an? Ja, sehr schön. Zeigt hier mal diesen Aliens kurzzeitig, wer hier das Sagen hat, ne? Die dringen hier immerhin in unseren Raum ein. Ihr dürft mitmachen. Wobei, ich glaube, wenn ich alles so markiere, dürfte ich nur die Schiffe kriegen. Macht sie fertig! Zumindest hier zum Angriff. Ihre Schiffe werden angegriffen. Ja, genau. Die beiden anderen bleiben. So. Schauen wir uns das doch mal das hier aus der Nähe an. Oh, die sind schon Silver. Also ein bisschen besser. Das kann natürlich auf Dauer nicht gut für uns enden. Aber wir haben einfach die überlebenden Schiffe. Das wird Ihnen nicht gefallen. So, und unsere Ausgaben sind immer noch höher wie die Einnahmen. Das ist noch schlecht. Aber sobald er hier ist, passt das auch. Okay, wir sollen noch drei
Dingensteilen bauen. Wir können natürlich erstmal nachgucken, brauchen wir hier irgendwo von den Schiffen nach... Nein, brauchen wir nichts, okay. Also, wir sollen drei interplanetarische Händler bauen. Interstellare, wie kam ich jetzt auf Interstellare? So. Naja, toll, super, da darf ich natürlich nicht gleich hintereinander bauen. Dramatische Musik. Aber keine Schiffe mehr in der Nähe. Oh, aber wir haben eine Flotte verloren, sehe ich gerade. Das ist natürlich eher schlecht. Bauen wir gleich nach. Gleich mal nachbauen. Oh, ich darf sie nicht. Ich bin immer noch am Flottenmaximum. Ja, nicht so dolle. Okay. So, wie weit bist denn du, mein Freund? Na komm. Schneller. Ich könnte ja dafür sorgen, dass du schneller hinfliegst, ne? So. Sobald er dann hier mal anfängt, geht natürlich auch das Geld nach oben. Bauen Sie keine interplanetarischen Handelsschiffe. Hä? Willst du mich verarschen? War das nicht meine Aufgabe? Drei interplanetarische... Ach, interstellare. Oh. Ups. Das bedeutet, wir dürfen forschen? Das ist doch halt auch mal was wert. Okay, die zentrale Finanzierung wurde eingestellt. Ja, das passt schon. So, und... wir haben keine aktuellen Forschungspunkte. Okay. Ah, doch, wir haben noch ein paar. Also, was heißt ein paar? Wir haben jede Menge. So, interstellares Handelsschiff. Die Forschungen, die man natürlich getätigt hat, die behält man natürlich. Ist ja mal ganz klar, das wäre ja ansonsten sehr blöde. Ich will hier immer mit Doppelklick starten, aber hier oben ist es. Und wir könnten so einen Trümmer-Recycler auch machen, weil das bringt's schon. Und solange man hier in diesem Bildschirm so ist und noch ein bisschen die... kann man doch ein bisschen die Galaxie mit in Betracht ziehen oder sehen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Das kostet uns 480. Aber ich glaube, wir kriegen immer wieder neue Forschungspunkte mal dazu, von Level zu Level. Ich baue das Teil jetzt einfach mal. Ja, Quantenwaffen, Protonen, Raketen. Ich suche gerade eigentlich... Ich bleib hier mal auf einfach. Kollektives Bewusstsein. Ich klicke dann auf die Sachen, wenn wir sie dann halt auch brauchen. Ich suche nur gerade was... Oh, automatisierte Fabriken sind so geil. Gerade so für Planeten, die bringen halt sau viel Gedöns dazu. Standard-Ionenwaffen, ich glaube, wir können es aber noch nicht bauen. Nein, irgendwas brauchen wir noch davor. Okay. Ja, ich glaube, da brauchen wir erstmal fortgeschrittene Schiffstechnologie. Wie man sieht, die sind natürlich dann teuer. Die sind natürlich schon sehr, 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 sehr teuer. Was kostet uns die Sondentechnologie? 80. Kommt jetzt aber noch mit. Da ist natürlich der Start-Button. So, wir sollen also drei Interplanetare machen. Dann machen wir das einfach mal. Damit tun wir unsere Handelseffizienz sozusagen erhöhen. Das ist natürlich sehr gut. Und die automatisierten Fabriken sorgen dann dafür, dass natürlich Sachen wesentlich schneller gebaut werden. Man könnte hier jetzt natürlich so ein bisschen sagen, komm, wir teilen es so ein bisschen auf, wobei Forschung ist schon beendet, also von daher. So. Wieso darf ich den jetzt nicht... Ach, ja, genau. Warum darf ich den nicht bauen? Das ist so ein bisschen tricky bei diesem Spiel. Wo ist er? Oh, was sehe ich denn da schon wieder? Das ist natürlich weniger gut. Da ist er. Nee, das war er auch nicht. Das sind Trümmerteile. Ist er da? Ah, da ist er doch. So,
verschrotten. So, den Jäger machen die ja schnell platt, hoffe ich doch sehr. Ah, toll, super. Ah, nee. Ich dachte schon, der fliegt rauf zu meiner Abbaustation. Das machen die nämlich auch sau gerne. Immer sehr ärgerlich. So. Ihre Kolonie wird angegriffen. Ich habe ihn. Interstellarer oder interplanetarischer? Ich kann mir das nicht merken, hä? Kurzzeitgedächtnis wie ein Pferd. So, interstellarer Händler. Okay, interstellarer Händler. So einfach eigentlich, wenn man es sich nimmt. So, interstellarer Händler, bitteschön. Interplanetarischer nutzt mir hier nichts, ne? Okay, dann halt nicht. Aber wir brauchen wahrscheinlich etwas mehr Bevölkerung dann dazu, hä? Na, scheint so zumindest. Okay. Naja, dann warten wir halt, bis das soweit fertig ist. Wie sieht's hier aus? Also Geld, wie man sieht, haben wir mittlerweile genug. Unsere Einnahmen 139, unsere Ausgaben, ja, geht eigentlich. Können wir eigentlich eine zweite Abbaustation auch gleich bauen? Ich weiß es gerade gar nicht, aber es war, sah mir auch so aus, eher nö, ne? Nö, dürfen wir nicht. Wie sieht es jetzt mit Schiffen aus? Brauchen wir auch noch keine. Ich würde sagen, wir machen danach ein Wohnraumprojekt. Das ist auf alle Fälle sehr gut für die Bevölkerung. Brauchen wir das ja so oder so. Da kommen sie wieder an. Ich meine, wir könnten natürlich mal... Nee, zum Rumgucken ist mir das einfach noch zu gefährlich. Ihre Kolonie hat das Bevölkerungsziel von 300 Millionen Einwohnern erreicht. Ihre Herzlichen Schiffe werden angegriffen. Ich meine, das muss man sich auch mal überlegen, in welcher kurzen Zeit wir hier 300 Was Millionen ist das? Bevölkerung wir einfach auf den Planeten reinhauen, ne? Das kann auch nicht jeder. Mit was füttern die unsere Kolonisten, frage ich mich gerade. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht gerade wohnen wollen. Da kriegt man wahrscheinlich alles nahegedrückt. Ach ja. Wunderschön. So. Dann gehen wir da mal auf die 1. Ah, jetzt ist er fertig. Sehr schön. Der fliegt auch, glaube ich, jetzt alleine durch die Gegend. Macht sich so auf den Weg. Das, was man so als interstellarer Händler macht. Einfach mal in das Alpha-System bzw. in das Sol-System reisen. Na. Um dort Handel zu treiben. So, Planeteninfo und wir... da will ich doch hin. Ja, Autospeicherung, immer sehr schön. Moral ist auch sehr hoch, sehr schön, gefällt mir. Da könnte man sogar Steuerprojekt mal machen. Dann sinkt die ganz schnell. Wollen die mich jetzt gerade verarschen? Hallo? Warum darf ich jetzt nur eine haben? Muss ich jetzt warten, bis der draußen ist? Das ist schon etwas länger her, wie gesagt. Von daher... Forschung? Ich will hier gerade mal gucken, weil ich habe die Vermutung, dass wir einfach zu viele Schiffe aktuell haben. Und das Einheitenlimit uns jetzt gerade im Weg steht. Aber ich sehe es jetzt nicht ein, hier eines meiner Schiffe da zu opfern. Definitiv nicht, aber das könnte man hier auch nicht irgendwie ermöglichen. Direkte Verbindung zwischen Mannschaften im Hauptquartier des Schiffes, 15% Genauigkeit. Bevölkerung, erhöhte Intelligenz, Konvektivbewusstsein, universelle Banksystem, Militärcollege. Also ich habe gerade echt die Vermutung. Uns hängt das Einheitenlimit gerade so ein bisschen im Genick drin. Aber seit wann zählten die zum Einheitenlimit? Das verstehe ich nicht. So, wie weit ist denn der? Minderwertig, so viel ist der nicht mehr.
Ja, gut, was heißt, so viel ist nicht mehr. 2650 hat er noch Kapazität. Wir bauen die noch fix mal ab. Aber wie gesagt, ich verstehe das gerade nicht. Die dürften nicht dazu. Ja, Forschung wollte ich nicht. Planetenproduktion, die dürften eigentlich gar nicht dazu zählen. Seltsam. Sehr seltsam gerade. Empfange Übertragung. Oh. Wie Sie wissen, Major, ist es auch jetzt sehr gefährlich, die Sprungmodule zu benutzen. Ja, hallo, super. Was kann ich dafür, wenn der Depp da durchspringt? Das war ja nicht mein... das hab ich ihm ja nicht gesagt. Nerv nicht rum mit deiner Buggy-Info da. Also das würde ja bedeuten... Ja, gut. Müssen wir halt mal ein bisschen abwarten. Ihr seid zwar... Attacke! Seid ihr nicht auf aggressiv? Ihre Kolonie wird angegriffen. Feind wurde eliminiert. Na, doch, sind auf aggressiv. Okay, eines ihrer Bergwerke ist erschöpft. Das ist das da hier oben. Mehr haben wir ja nicht. Also verschrotten wir das ganze Teil. Jetzt sehen wir es ja dann gleich. Wenn nicht, muss ich halt schnell eine Flotte opfern. Aber das finde ich jetzt auch gerade ein bisschen arg. Strange, muss ich offen... Ihre Schiffe werden angegriffen. Oh. Ja. So, das sehen wir es doch, glaube ich, auch. Planeten 1, Trupps 5, Helden, speziell. Kann es vielleicht sein, dass ich zu viel Kolonieschiffe noch habe, aber ich meine, das wäre ja auch ein bisschen schwachsinnig. So, wo werden meine Schiffe angegriffen? Nirgends, das haben die schon abgewehrt. Okay, sehr schön. So. Das ist die Kentucky. Okay, die ist wieder da. Das freut mich ja fast sehr. Ah ja, okay. Interstellarer Händler. Nummer 2. Ja, Kolonieschiff will ich aber keins opfern. Das ist natürlich das größte Problem jetzt. Und von den Flotten her... Ist so blöd, ne? Welches nehmen wir jetzt? So, 2 Bronze Star, 3 Bronze Star, Silver Star, Bronze Star, 2 mit meinem Helden. Ja? Liebes Schiff, es tut mir wirklich sehr leid, aber ihr seid leider nicht das Wahre. So, erwarten Ihre Befehle. Ich habe hier noch Helden übrig. Fällt mir gerade noch so ein. Und zwar... Ne, der ist da drin. Der wird mir nur nicht angezeigt, ne? Genau. Der ist da drinnen. In Griffin. Okay. Ja, gut, komm. Dann passt das schon. In Griffin, wo ist denn die Griffin? Das ist die... Das ist die da. Das ist die... Das ist die... wo ist dann der andere Typ, bitteschön? Weil normalerweise müssen wir das Ding... Im Hauptquartier. Was soll denn das bedeuten? Der soll doch nicht im Hauptquartier sein. Held aufnehmen. So. Der soll natürlich da rein. Das muss man natürlich auch noch anklicken. Habe ich natürlich auch vollkommen vergessen. So. Das bedeutet, wir können natürlich jetzt den dritten... Ihre Kolonie wird angegriffen. Leute, nervt mich. Das gefällt mir. Nee, ich kann sie immer noch nicht bauen. Ich muss jetzt echt ein Kolonieschiff vernichten? Seid ihr des Wahnsinns? Wo sind die eigentlich? Ach, da unten. Ja? Ja, sorry. Aber es war ausgerechnet die Kane. Och, Mann. Ihre Schiffe werden angegriffen. Nicht die Kane. Guter Schuss. Das kriegt ihr doch hin soweit. So, dann wollen wir hier nochmal einen bauen. Und ich würde sagen, wir bauen dann halt nochmal eine Flotte nach. Wir machen eine Raketenkorvette, würde ich sagen, direkt. So. Dann macht mal hin, liebe Leute. Sehr schön. Das finde ich jetzt gerade schon so ein bisschen verwirrend. Warum hier die Kolonieschiffe so mit dazu zählen, ne? Ich meine, ich kann ja eh nur in ein einziges System... Ja, ich hätte die Flotte aufteilen können, aber dann hätte man da niemals überleben können. Nicht bei der Masse. Jeweils eine Flotte nur...
Ihre Kolonie ist jetzt zum Handeln mit der Erde bereit. Gute Arbeit, Major. Ihr Erfolg im Weltraum hat uns sehr geholfen, zu Hause die Gemüter zu beruhigen. Wir erwarten ungeduldig Ihren kompletten Bericht. Auch müssen wir weitere Möglichkeiten mit Ihnen besprechen. Ja, sehr schön. Gratulation. Sie haben alle Missionsziele erreicht. Okay, dann überprüfe ich gerade mal die Aufnahme, ob so alles passt. Verabschiede mich aber schon mal an dieser Stelle. Und ja, sag einfach mal, ja, bis zum nächsten Mal. Baba.